Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brick Force, zurück zu einer neuen Folge. Wir spielen heute auf der Map War von, ich habe den Namen vergessen, weil ich weiß, dass der Name wirklich kompliziert geschrieben war. Und es ist eine Sniper-Map. Aber wir haben glücklicherweise einen Rusher als Gegner, also macht's keinen Unterschied. Und ich wollte kurz mal was sagen, nämlich, gab jetzt über einen längeren Zeitraum keine Videos, knapp 6 Tage oder so. Hey. Und anscheinend war das für ein paar Leute eine Apokalypse, könnte man fast sagen. Also ich habe tatsächlich schon ein paar Fragen bekommen. Also ich habe tatsächlich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen bekommen. Warum denn keine Videos kommen? Also als allererstes Mal möchte ich sagen, wenn keine Videos kommen, dann kommen keine Videos. Und das ist dann halt eben so fertig. Nee, aber ich kann tatsächlich eine Begründung geben, warum es keine Videos gab. Und das lag vor allem zum Beispiel auch daran, dass ich mit Shortcut und OBS mal wieder rum experimentiert habe, um die Qualität der Videos zu verbessern. So. Bei den letzten Videos kann man nämlich sehen, ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, die Videos sind nämlich in 1080p da. Das ist zum Beispiel einer der Veränderungen. Problem ist aber, dass die 1080p Videos deutlich länger brauchen in Sachen Bearbeitung, also in Form von Rendern und so weiter, als aber auch Hochladen, und ich muss gucken, wie ich das mache. Videos werden halt eben allgemein, wenn ich eine bessere Qualität haben will, ist es natürlich selbstverständlich, wenn sie größer wäre, ist... Ich hab mich schon wieder. Es ist natürlich selbstverständlich, dass sie größer werden, das ist ja klar. Aber naja. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das lösen werde. Ich habe natürlich, keine Angst, ich habe natürlich immer noch Spaß daran, Videos zu machen und so weiter. Und ich habe natürlich auch vor, weiterhin Videos zu machen. Also das ist jetzt kein Problem, ist halt eben wie schon gesagt. Einfach nur, dass ich ein bisschen mit dem neuen Schnittprogramm Shortcut arbeite, rumexperimentiere, wie man es nimmt. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich wirklich bei diesem Schnittprogramm auch bleibe, muss ich mal schauen. Und halt eben bei OBS habe ich mal wieder ein bisschen rumexperimentiert. OBS nimmt ja auch gerade auf, gut. So. Das war es im Grunde. Also das war im Grunde die Infos, warum keine Videos kamen. Es werden natürlich jetzt zukünftig werden wieder mehr Videos kommen. Könnt ihr euch wieder drauf freuen, wenn euch... Bin, ich glaube nicht, also eigentlich ist das kein Grund, sich darüber zu freuen, wenn es von mir mehr Videos gibt. Das ist... Nein, das ist eigentlich kein Grund. Ich glaube, ich sollte zu einer Sniper wechseln. Ist jetzt so ein ganz dumpfes Gefühl? So ein ganz, ganz, ganz dumpfes Gefühl, weil ich habe so dermaßen die unpassende Waffe für diese Map. Oh, geil. Sobald ich schieße, ist natürlich direkt der Gegner vor mir. Und mein Aim ist natürlich auch die letzte Kanone. Unter aller Kanone. Nicht die letzte Kanone. Ist die Map groß? Ja. Komme ich hier noch weiter hoch? Nee, ich komme hier nur wieder runter. Das ist ja mies. Meine Power wieder. Ich mag die lieber. Ich mag die Power V-Serie lieber als die ultimative Snack. Obwohl, ich müsste noch einen Nickel machen. Fällt mir so ganz dumpf ein. Schlendern wir einfach mal hier rüber. Gute Brücke. Achso, es ist ein Tunnel. Von wo? Das war gut geschossen. So. Ich muss noch nicht. Ich bin alleine gegen 3 Leute. Das ist ja richtig toll. Okay. Komme ich hier raus? Nein, aber Nilitz kommt rein. Okay, das ist jetzt, ich wechsle mal wieder zu meiner weißen Amnesie. Ich glaube, ich werde einfach rushen. Fertig, weil mit dem Snipen habe ich es nicht so.
anders wie bei Zoom zum Beispiel. Komme ich hier schnell genug lang? Ja, tue ich. So. Nö. Aber du stehst echt schön. So. Damit haben wir jetzt auch schon mal unseren Nate-Kill gemacht. Oh! Das ist doch besser. Das gefällt mir. Komm hier hoch. So. Hallo. Ich komm hier nicht raus. Soll man hier überhaupt rauskommen? Ist das ein Parcours? Sag mir nicht, das ist ein Parcours. Ich glaube, man kommt hier nicht raus. Dann muss ich ja den Hauptweg nehmen. Ich will nicht den Hauptweg nehmen. Das war peinlich. Sobald ich mich natürlich schon wieder verplappert. Meine Güte. Sobald ich meinen Rücken zum Gegner wende, komm. Okay, wir halten fest. Ich komme nicht weiter. Ich muss einen Sniper nehmen. Okay, ich war aber auch überhaupt nicht vorbereitet auf eine Sniper-Map. Also, die Map heißt ja War und bei War habe ich eher an so was anderes gedacht. Dezent. Vielleicht. Bisschen, ganz klein bisschen. Also ich habe da eher an so eine Nahkampf-Map gedacht, deswegen habe ich die weiße Amnesie eingepackt, aber nicht an sowas. Pixie-Man, los, kill ihn. Kannst du schaffen. Guter Junge. Kommt man überhaupt mit diesem Teleporter überhaupt hin? So eine Frage, die stelle ich mich gerade. Weil das wäre tatsächlich sehr interessant. Nein. Ciao. Ich gehe. Darauf habe ich keinen Bock. Zwei Schüsse und zwei haben verfehlt. Meine Güte. Ja, und sobald ich schieße, stellt sich natürlich der Gegner wieder vor mir. Der Teammate wieder vor mir. Richtig toll. 4-13. Ach du Kacke. Was ist eine KD? So, da wird ja jeder Pro-Gamer neidisch. Das ist die Traum-KD jedes Spielers. So, und ja, ich weiß, das war ein Hotscope. Schäme ich mich dafür? Nö. Wird nicht hier so offen rumstehen. Okay. Jetzt zum Teleporter. Lasst mich mal bitte zum Teleporter. Ja, ich kann zum Teleporter. Obwohl, ich sollte lieber nicht so. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin über der Insel. Okay, war ja auch irgendwie ein bisschen obvious, dass ich hier lande. Aber was ist das? Was soll das darstellen? Wo ist das gegnerische Team da? Nein, Nilets, aus. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Nein, das ist kein Campen. Das ist taktisches Warten. Das ist vollkommen anderes. So. Nein! Ach komm, Nilets. Muss jetzt nicht sein. Wenn ich so stehe, wartet dort der erste Gegner. Mir gefällt die Stelle hier oben aber. Und meine Güte, wenn ihr was zu beschweren habt, ihr könnt natürlich selber immer Maps einsenden. So ist es ja nicht. Map sollte nicht über 300 FP kosten. Bevorzugt nehme ich Team Deathmatch und normale Deathmatch Maps. Ja, und ansonsten
brauche ich einfach nur den Namen der Map und des Erbauers, damit ich die Map auch finden kann. Aber vor allem ganz wichtig ist, nicht über 300 FP. Ich nehme mich gerne mal vor, dass mir irgendwelche Maps gesendet werden, die irgendwie was um die 800 FP kommen. Kosten, das ist ein bisschen zu viel. Ei, komme ich hier mit dem Teleporter? Da komme ich direkt hier hin. Okay, muss ich nur noch schaffen zu treffen. Wenn viele Probleme gelöst. Aber natürlich kann ich das nicht. Nehmen wir mal eine lustige Waffe mit. Hallo, einmal bitte. Danke. Bleib doch da. Okay. Ist da geblieben. Was sind das für Schüsse? Kann ich so bitte durch die Blätter schießen? Bitte, bitte. Ich will einfach nur so hier durch die Blätter schießen. Das Schießen muss ich echt noch üben mit der Sniper. Ist ja fast schon gruselig. Okay, es ist gruselig, das lässt sich nicht leugnen. Kann ich nicht rein theoretisch einfach hier... Schon irgendwie lustig, ich habe keinen einzigen reinen Granatenwerfer in meinem... Inven. Das ist nur ein Scherz, ich habe wirklich keinen einzigen. Das Einzige, was ich habe, ist die Shark. Und der Weltraumwerfer. Aber ich habe zum Beispiel keine Waffen wie die Höllenfeuerarmbrust oder so. Oder wie der Spaßwerfer. Die fehlen mir. Oh, ich bräuchte den Spaßwerfer. Um überall ganz viel Spaß zu verteilen. Nicht wahr, Nilitz? So. Oh, ich muss sagen, im Vergleich zu meinen anderen KDs, die ich so manchmal in ein paar Runden hinlege, ist die KD ja echt sogar noch tipptopp. Verstehe gerade gar nicht, warum es so ruckelt. Nein, das soll keine Ausrede sein. So, ja, hättest du deinen Kopf nicht zeigen sollen. Power ist aber immer noch besser. Also für mich. Natürlich weiß ich, dass die ultimative Snake immer noch eine nicht zu unterschätzende Waffe ist, aber ich mag die Power-V-Serie einfach lieber. Das war jetzt nicht mein Ernst, oder? Der steht da schon so schön wie ein Spaten, ne? Und dann verfehle ich den. Ist ja nichts. Wundervoll, wundervoll. Wundervoll. Nein, aus. Typ hockt mir da zu viel. Nein, lass mich am Leben. Aus. Nö. Kommt der Typ? Nee, ne? Doch, der kam tatsächlich. Ich verstehe nicht, was diese Teile hier sollen. Kommt ein Gegner?
erfüllt. Sieg für das blaue Team. Dann ciao, bis nächsten Folge, auf Wiedersehen.